Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Langsam kocht besser. Das ist diesmal eine ganz besondere Folge. Ich möchte euch nämlich meine neue Küche vorstellen. Wie ihr seht, prachtvolle 6,5 Quadratmeter, noch im Rohbauzustand. Hier wird sich noch gewaltig was tun, hier gibt es noch einen Anbau. Aber die notwendigen Küchengeräte, die man braucht, die habe ich auch jetzt schon. Als dann nämlich wären ein Slow Cooker, eine Kaffeemaschine und der Kühlschrank. So, geplant war eigentlich, die Kartoffeln draußen zu schälen, schön auf dem Gartenstuhl vor der Gartenhütte, aber das hat sich heute leider irgendwie erledigt. Boah. Als Zutaten für die Erbsensuppe braucht ihr 500 Gramm grüne Schälerbsen, 500 bis 700 Gramm Kartoffeln, ein bunt gehacktes Suppengemüse, zwei Zwiebeln, etwas Majoran, Salz, Pfeffer, etwas Gemüsebrühe, Pulver oder ich habe hier ein gesalzenes Suppengemüse und etwas Wasser und 125 Gramm Speck, der noch draußen im Kühlschrank steht. So, als erstes kommen die Schälerbsen in den Topf. Wichtig ist tatsächlich, dass ihr Schälerbsen nehmt, weil man die nicht einweichen muss. Habt ihr ganz normale getrocknete Erbsen, müssen die über Nacht in Wasser eingelegt werden, sonst kriegt ihr die im Leben nicht weich im Slow Cooker. Dann werden die Kartoffeln in passende Stücke geschnitten. Etwas Sellerie. Wer einen Zerhacker hat, kann natürlich auch einen Zerhacker verwenden, aber in meiner tollen Bloggerküche habe ich im Moment noch keinen zur Verfügung. So, zu guter Letzt jetzt noch die Möhre. Möhre am besten immer in schöne kleine Stücke schneiden, weil Möhre von der inneren Struktur her sehr hart ist und relativ lange braucht, bis es weich ist. Und jetzt hätte ich doch beinahe das vergessen, was die Erbsensuppe für Bauarbeiter erst zur richtigen Erbsensuppe macht, nämlich den Speck, der draußen im Kühlschrank ist. Aufgefüllt wird das Ganze mit Gemüsebrühe. Sieht's aus, als ob ich hier Gemüsebrühe hätte? Nein. Aufgefüllt wird das Ganze also in diesem Fall mit Wasser. Bis alles etwa zwei Finger breit bedeckt ist. Gewürzt wird natürlich auch noch mit etwas Pfeffer, etwas Majoran. Nicht zu viel, weil es möglicherweise ansonsten zu intensiv schmeckt, und etwas eingesalzenem Suppengemüse. Stattdessen könnt ihr aber auch Brühepulver neben diese ganz normalen Würfelchen. Etwa einen Esslöffel. So, alles fertig, alles im Topf. Ich schmecke noch mal kurz ab, ob es salzig genug ist. Ich denke doch. Jetzt wird der Topf sich selbst überlassen, entweder 4 bis 5 Stunden auf High oder 9 bis 10 Stunden auf Stufe Low. 4,5 Stunden später und die Suppe ist fertig, sie brodelt ganz schön. Der Andrew James ist ein ziemlich heftiger Geselle. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die Würstchen und die Petersilie. Die Wurst. Ihr könnt natürlich auch von Anfang an etwas Kassler mit garen. Uns ist Wurst lieber. Und dann noch etwas Petersilie. Dann bleibt nur noch, die Suppe auszuschenken. Guten Appetit!